Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder aus den USA und ich bin gerade im White Sands National Park. Mega geil. Wir sind hier gerade angekommen und wie der Name schon sagt, das ist alles voller weißer Sand hier und es gibt mega viele Dünen, wo wir jetzt gleich mal raufgehen werden. Die Sonne blendet hier von oben auch gerade richtig schön und ich möchte heute so ein bisschen Dünenfotografie machen. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken, wo wir unberührte Stellen finden. Mit am Start ist auch einmal Flo. Hi. Und Flo. Moin. Basti ist gerade woanders. Und ja, wir werden jetzt gleich mal losgehen und mal gucken, was wir hier so finden. Ich bin mega gespannt, weil das halt so ein bisschen minimalistische Landschaftsfotografie ist. Da habe ich mega Bock drauf. Sonnenuntergang ist ungefähr 1,5 Stunden. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, uns ein bisschen was rauszusuchen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich hier mit dem Weitwinkel fotografiere oder doch eher mit dem Tele, vielleicht auch beides. Also da bin ich mega gespannt drauf, weil ich das tatsächlich so in der Form noch nie gemacht habe und es jetzt mal so eine kleine Challenge ist für mich selber. Das liebe ich ja, wenn man einfach mal ein bisschen was Neues macht und mal guckt, was dann am Ende dabei rumkommt. Und Leute, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, es ist verdammt heiß hier. Ich würde schätzen aktuell noch so 35 Grad, wenn man jetzt immer überlegt, dass in einer Stunde Sonnenuntergang ist. Mega warm, aber ich muss auch dazu sagen, wir hatten auf dieser Reise schon 45 oder 46 Grad. Von daher ist es eigentlich schon fast wieder angenehm. Aber wenn wir jetzt gleich mit den Fotorucksäcken hier ein bisschen hin und her laufen und uns eine coole Position raussuchen, dann glaube ich, wird es auf jeden Fall noch mal richtig schwitzig. Oh, hallo! Wo kommst du denn jetzt her? Ich habe noch nie gesagt, dass es angenehm ist, in 36 Grad kalte Luft zu kommen. Da drin. Ich glaube, da hat es 50 Grad mindestens. Was hast du denn da drin gemacht, Basti? Den Salat von heute Morgen weggebracht. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Bastian Werner, ihr könnt Workshops bei ihm buchen und die Viewfinder-App kaufen. Also jetzt kriege ich das Ding auch mal in die Hand. So, warte. So. Stefan hat sich die ganze Zeit vorhin auf der Rücksitzbank, eine halbe Stunde lang hat er sich Jackass reingezogen. Ja, den krassesten, ekligen Scheiß. Und jetzt wollte er hier nicht aufs Klo gehen, weil es ihm zu eklig war. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an den Sponsor des heutigen Videos, PhotoErhard. PhotoErhard vertreibt unter anderem auch die Nikon Z8. Das ist dieses wunderschöne Schmuckstück hier, was seit kurzem auch in meinem Besitz ist und was ich immer mehr jetzt auch in meinen Workflow einbaue. Vor allem im Videobereich ist die Z8 richtig gut geworden. Bisher war man von Nikon ja im Videobereich noch nicht so viel gewöhnt, aber inzwischen haben die echt aufgeholt und das ist auf jeden Fall mit der Z8 gelungen. Aber auch im Fotografiebereich hat die Z8 neue Maßstäbe gesetzt. Im Prinzip ist es eine Z9, nur im kleineren Body. Und der Autofokus ist zum Beispiel mega gut geworden. Ich als Landschaftsfotograf brauche nicht unbedingt immer einen Autofokus, aber gerade wenn ich filme oder wenn ich vielleicht auch meine Hochzeit fotografiere oder Porträts mache, dann ist so ein Autofokus natürlich umso besser, wenn er schnell und immer sauber arbeitet. Von daher ist diese Z8 für mich ein absolutes Allround-Talent und ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Wenn du sie noch nicht selber hast, aber vielleicht Interesse daran hast, dann schau einfach mal unten in die Videobeschreibung, in den ersten Link, da geht es direkt zu PhotoErhard und zur Nikon Z8. So, also wir müssen jetzt mal so ein bisschen gucken und ein bisschen planen. Wir sind jetzt hier gerade eben noch auf dem Parkplatz und wir überlegen jetzt, in welche Richtung wir so ein bisschen laufen. Wir gucken natürlich auf der einen Seite auch so ein bisschen, wo geht die Sonne unter? Die ist jetzt hinter mir gerade. Und dann gucken wir auch, wenn wir auf die Dünen raufgehen, dann sieht man im Hintergrund vielleicht auch so ein bisschen was von den Bergen noch. Das ist also jetzt so ein bisschen eine schwierige Entscheidung. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken. Das kann man halt auch nicht planen, weil solche Dünen sehen ja immer auch wieder ein bisschen anders aus. Und von daher ist das jetzt einfach so ein bisschen, ich will nicht sagen Glückssache, aber wir müssen halt einfach schauen, wo wir jetzt langlaufen und wo wir die beste Komposition finden. So, Flo ist jetzt hier auch noch mit Lichtschutzfaktor 100 am Sprühen. Das gibt es halt wirklich in den USA, ne? Ich habe das in Deutschland noch nie gesehen. Nein, auf keinen Fall. Das, ich glaube, da, wenn man das in den Mund kriegt, hat man sofort Krebs oder so. Aber du glänzt jetzt sehr schön, das finde ich gut. Ja, das finde ich auch schön. Ja. Das ist einfach USA, die Sonne hat hier einfach andere Grenzwerte. Deswegen kriegst du einfach viel krasser Krebs in den USA weil die, als bei uns. Hier sind Schilder, wo drauf steht, dass wir am Leben bleiben sollen. Wir brauchen Wasser. Zwei Wasserflaschen pro Person. Zwei Liter pro Person. Boah, es soll nur 30 Grad sein.
Boah, krass, wenn es 30 Grad wäre, würde ich mich jetzt freuen, weil es ist 36. Hat einer von uns 2 Liter dabei? Nein. Nee, ich habe 1 Liter dabei. Und schreib mir bitte jetzt auch nicht in die YouTube-Kommentare, dass wir verantwortungslos sind oder so. Wir wissen, was wir tun. Wir laufen jetzt auch nur ein paar hundert Meter vom Auto entfernt, von daher ist das alles völlig in Ordnung. Und wir sind mit 100 Sonnenschutz eingecremt, also von daher. Kann nichts mehr passieren. Eigentlich sind wir unsterblich gerade. Physik, der Schüttwinkel. Diese Dünen haben an der Außenkante alle fast den gleichen Winkel, weil es sozusagen durch die Körner und ihre Oberflächenreibung und so weiter bestimmt wird, in welchem Winkel das Zeug aufgeschüttet werden kann. Und wenn du hingehst und einfach mal so hier so einen Strich reinmalst und diesen Schüttwinkel zerstörst, dann kommt das von oben nachgerutscht, bis dieser Schüttwinkel wieder hergestellt wurde. Guck mal, hier läuft es immer noch. Warte. Ich wollte mal so. Guck, da hört es erst gar nicht. Guck, bröckelt es immer hinterher. Weil sobald dieser Winkel unterschritten wird, reicht dann die Reibungskraft nicht mehr aus und dann rutscht das nach. Warte, ich mache mal ein tieferes Loch. So, ich habe jetzt gerade mal einen ersten Spot gefunden. Also ist jetzt noch nichts Krasses, aber hier ist noch relativ viel unberührter Sand. Und hier haben wir eine schöne Struktur drin. Und gleichzeitig habe ich jetzt einen schönen Gegenlichtshot. Jetzt werde ich hier einfach mal gucken, wie man die Struktur gut einfangen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich die. Nee, die Sonne mache ich nicht mit drauf. Ey, du bist so ein kleiner. Du bist so ein kleiner Hohenkobold, ey, wirklich. Ja. Da seht ihr mal, mit was für Leuten ich hier unterwegs bin. Das ist unfassbar. Das muss ich mir schon seit einer Woche geben und es ist noch eine ganze Woche vor mir. Versteht ihr mein Problem? Nice. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal von oben. Also, kleiner erster Shot, ist noch nichts Besonderes so, aber ja, zum Posten reicht es vielleicht. Mal gucken. So, Freunde. Also, ich habe jetzt hier mitten in der Wüste festgestellt, dass die Kamera in der Mittelkonsole vom Auto liegt. Jetzt muss ich zurücklaufen. Schade. Hier hast du deinen Autoschlüssel. Aber, weißt du, Basti, das nenne ich mal so Instant Karma. Weißt du, das ist halt wirklich so Instant Karma. Das ist richtig. Hier sehen Sie ein wildes Florian in seiner natürlichen Umgebung. In seinem natürlichen Habitat. Es fotografiert mit Canon. Das macht es einzigartig. Ja, der Rest funktioniert halt einfach nicht so. Bisher hatten wir sowohl bei Sony als auch bei Nikon Ausfälle. Hör doch auf, was für Ausfälle bei Nikon? Ja, wenn der Zeitraffer abbricht und so, gell? Das war die Intervallaufnahme und dafür gibt es mit Sicherheit eine Erklärung, weil meine SD-Karte wahrscheinlich einfach zu langsam war. Aber ja, das hat doch nichts mit Nikon zu tun. Das glaube ich nicht. Bisher hat Canon das als einzige Marke hier wirklich Stärke bewiesen und Durchhaltevermögen, ja? Also es gibt da hier keine Ausreden mehr, gell? Geh zurück in dein Habitat. So, ich habe jetzt gerade eben schon ein paar Bilder gemacht. Ich musste mich gerade ein bisschen beeilen tatsächlich, weil das Licht relativ schnell weg war. Die Sonne ist jetzt so ein bisschen hinter Wolken verschwunden. Das erste Bild blende ich euch mal direkt ein. Da habe ich noch ein bisschen mit Licht und Schatten spielen können. Das ist jetzt weg. Jetzt haben wir hier ja, sehr wenig Dynamikumfang in den Bildern drin, weil natürlich der Sand und der Himmel wirklich von der Helligkeit relativ ähnlich sind. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, führende Linien zu finden und so weiter. Und ich versuche jetzt hier mal was zu finden, was noch unberührt ist. Ich bin gespannt. Aber hier sehe ich schon was. In die Richtung hier vielleicht mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein Hochkantbild machen. Ich muss sagen, es ist echt sandig. Das heißt, man muss echt ein bisschen auf sein Equipment aufpassen. Aber mit 24 mm. Ja, aber so richtig gefällt es mir noch nicht. Naja, das ist noch nicht das Wahre. Das ist noch nicht das, was ich eigentlich suche hier. Müssen wir noch ein Stück weiter gehen. Ich will natürlich jetzt hier auch nicht alles kaputt machen. Weil die anderen natürlich auch noch ein bisschen fotografieren wollen. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen
ein bisschen was im Vordergrund. Also die, ja klar, die führenden Linien hier so, aber es ist ein bisschen zu wenig Kontrast irgendwie da drin. Ich weiß nicht. Bin noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht eine von den Pflanzen damit reinpacken, aber die sind natürlich alle nicht unberührt. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen was mit einem Teleobjektiv machen. Vielleicht ist auch das die Lösung. Ich gehe mal wieder zurück zu den anderen. Schau mal, was die machen. Die sind alle da oben. Irgendwie finde ich hier nicht so richtig was. Ja, ich auch nicht. Du warst auch mal davon. Ja, das war irgendwie alles nicht so. Ich kam 5 Minuten zu spät. Ja, mir fehlt irgendwie so eine. Das geht. Die Struktur, ja, aber die Struktur alleine ist noch ein bisschen zu wenig, finde ich. Also ich finde, da so eine kleine Pflanze oder so müsste noch im Vordergrund sein. So, ihr Lieben, ich habe jetzt was gefunden, was vielleicht gut aussehen könnte, aber tatsächlich nur mit einem Teleobjektiv. Und das werde ich jetzt einfach erstmal kurz ohne Stativ ausprobieren, ob das funktioniert. Weil ich sehe da hinten so einzelne Dünenmuster und da ist so ein kleiner Busch mit drin. Und der bringt mir wieder den Kontrast, den ich eigentlich haben möchte. Und das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, ich belichte das Foto jetzt ein bisschen unter, kann ich aber auch easy und locker machen. Weil wir hier so wenig Dynamikumfang drin haben, das kann ich dann einfach wieder hochziehen. Und ich gehe auch mit der Blende noch ein bisschen weiter runter. Und dann kann ich mit einer 400stel Sekunde belichten. Guckt euch einfach mal an, wie viel Sand hier langkommt. Das ist jetzt richtig eklig mit dem Wind. Ich muss echt mal gucken, dass ich meinen Rucksack hier zumache. Den kann ich nachher im Hotel auf jeden Fall mal komplett aussaugen. Oh, jetzt wird es richtig windig. Der Sand kommt hier rüber. Nicht so geil. Ich glaube, ich mache den Shot noch einmal am Hochkant und dann bin ich zufrieden, glaube ich. Da ist nämlich dann noch, da kann ich noch ein bisschen Himmel mit draufpacken, das sieht auch ganz geil aus. Machen wir noch einmal Hochkant und dann bin ich, denke ich mal, fertig. Tja, ich bin jetzt fertig mit Fotos. Sonne ist jetzt auch weg, komplett. Ich habe so 1-2 Bilder, wo ich so sage, die könnten was geworden sein. Aber so insgesamt bin ich ein bisschen unzufrieden, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass ich hier mehr rausbekomme. Vielleicht bin ich auch selber ein bisschen unkreativ gerade gewesen. Aber ich habe nicht so das bekommen, was ich mir vorgestellt habe. Vielleicht sind die Höhenunterschiede von den Dünen auch nicht groß genug. Ich habe so ein bisschen versucht, mit Ebenen zu arbeiten. Und da dann, wie gesagt, auch mit dem Busch so ein bisschen dazwischen. Aber irgendwie so richtig, oder auch führende Linien und so mit dem Weitwinkel. Das hat alles nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare posten, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habe ich irgendwann im Leben nochmal die Chance, hierher zu kommen und es dann besser zu machen. Aber das war jetzt auf jeden Fall mal ein Shooting, was für mich persönlich, wo ich so sage, das war noch nicht so 100%. Aber man kennt es ja, manchmal sieht es am Rechner dann viel, viel besser aus als in der Kamera. Wer weiß. Vielleicht gucke ich es mir gleich nochmal an und sage dann mega gut. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.